Jö, dann machen wir das auch gleich mal. Wir kümmern uns jetzt ums Kupfer. Wobei das ein wenig problematisch ist, weil es halt so weit außerhalb der Basis ist. Das heißt, wir bräuchten Laserdämme. Dafür brauchen wir Stahl. Allgemein mal Ressourcen ein bisschen aufstocken. Also es ist problematisch, weil es außerhalb ist. Wir werden also sehr viele Türme brauchen. So, so. Und auch, weil wir da Produktivitätsmodule reinhauen werden, damit die das Feld ein wenig länger hält. Also erstmal müssen wir da töten müssen. Und da werden wir Produktivitätsmodule reintun müssen, aber dadurch, dass es halt so weit außen ist, reicht dann die Smogwelle noch weiter. Das ist dann halt nicht so schön. Und es wird kein Stahl hergestellt gerade. Ah, zu viele Baustellen gerade. Warum wird kein Stahl hergestellt? Habe ich da irgendwas kaputt gemacht? Weil kein Carbon ankommt. Und es kommt kein Carbon an, weil... Dum, 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 dum. Weil du keine Kohle bekommst. Guck mal da hin, da ist Kohle. Warum nimmst du... Hä? Ach so, weil der Schwefel nicht rausgenommen wird für das. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das ist ein nachvollziehbares Problem. Nimm einen davon, tu das in eine Kiste, die am besten das System beliefert. Aktive Kiste, Fragezeichen. Ja, es muss eine aktive Kiste werden. Weil wenn es eine passive wäre, wäre sie irgendwann voll. Achso, nein, kein Carbon da reinschmeißen. Intelligentes Ärmchen. Ärmchen, da. Da, bitte nur Schwefel. So, jetzt klappt das wieder, dann kriegen wir wieder Stahl und dann klappt das auch alles wieder. Gut, dann wollte ich Lasertürme bauen. Nicht unbedingt 67 jetzt gerade, aber schon mal ein paar. Da, und ich muss die alten Kupferdinge abbauen, damit ich die Produktivitätschips zurückbekomme. Das waren nämlich, glaube ich, Zweiermodule und die sind schon ganz praktisch. So, du läufst noch, du läufst nicht mehr. Ich glaube, ich riskiere mal was. Ich baue einfach die hier ab und ersetze die da damit. Vorher sollte ich vielleicht 5er Engines bauen. Was bist du? Du bist ein Primary. Bau mal eine Primary 5er Engine. Und guck mal, wie das mit der... Oh, damit habe ich mich lange nicht beschäftigt. Mit den Boilern ausschaut, ob die da hinterherkommen bei dem 5er Engine. Das könnte interessant werden. Brechen bitte kurz die Türme ab. Das will ich mir angucken. Boah, ist das ein Rattenschwanz. Jo. Strom. Strom sieht sehr gut aus. Also nehme ich einfach mal dich da weg. Dich da weg. Und mach... Oh, das sind Primaries. Das ist, ich kann die nicht einfach so ersetzen. Wie schaut es jetzt aus? Es geht. Es geht. Brech dich mal ab. Bau mal die so die Vierer, das reicht schon. Bip, bip. So. Da oben zwei fehlen und hier unten die besseren jetzt stehen, müsste es sich eigentlich aufheben, oder? Performance ist nicht Maximum. Temperatur steigt langsam. Available Performance aber fast bei 100%. Hier steigt sie auch. Da steigt sie auch. Scheint soweit zu klappen. Temperatur ist bei 90 und steigend. Alles super. Okay, sehr schön. Das heißt, ich muss gar nicht da unten vor der Tür das machen, obwohl ich das, ne, in ein paar Folgen trotzdem machen werde. Weil dann das fehlt hier auch wieder alles. So. So, ja. Und dahin, dann kriegen wir fast alles. Mach mal das so.
Da unterirdisch. Da hoch und dann nach links rauf. Damit die beiden die rechte Seite befüllen und der da und die da die linke. Und hier ist auch noch ein kleines Feld. Du, da. Bist gleich repariert. Ja, da passen die auf, die Jungs. Gut. Noch irgendwo Kupfer, was ich abgreifen könnte? Das hier zum Beispiel gefällt mir nicht so wirklich. Das bauen wir auch mal um. Du, dreh dich bitte mal. Bring das Ganze da lang, dahin. Normale Rohre. Keine 5, super. Nein. Jetzt haben wir Big Electric Poles. Ob wir wollen oder nicht. So, du da. Das heißt, das da kann auch schon mal weg. Würde ich dich auch bitten, dich zu drehen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da runter. Da hoch, da runter, da ran. Und dann können wir das Ganze da in der Mitte nämlich alles abreißen. Ja, du ist ein bisschen problematisch, aber da machen wir einfach so ein ganz langes unterirdisches Rohr. Dann haben wir hier nämlich Platz, um überall die Mining Drills aufzustellen. Jo, 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 jo. So, kommst von da oben, gehst nach da unten, das ist okay. Das Feld ist ja schon abgedeckt durch den da. Gut, sehr, sehr gut. Du da rein und damit müssten wir eigentlich jetzt schon alle Felder abgedeckt haben. Jo, super duper. Da, 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 da. Ein Angriff, das ist nicht so super duper, aber was soll's. Und die brauchen jetzt alle noch die Module. Das sind alles nur einer Module, ne? Ja, nicht so schön. Aber besser als nichts. Du brauchst auch noch... Oh, Fusionsreaktor ist herstellbar. Ja... Ja. Die besseren Schilde haben wir erforscht, die besseren Batterien haben wir erforscht. Ja, haben jetzt alle schon, was wir für die Rüstung brauchen, ne? Ja, haben wir. Dann nimm doch bitte das da. Bessere Shotgun-Munition und bessere Granaten. Dafür werde ich die lila Tränke allerdings erstmal in die Forschung tun müssen. Warum sind das nur 60 geworden? Guck ich gleich. Du, da rein. So, Forschung da hinten. Bitte. Was? Achso, aha, nicht so viele. So, okay. Da 15. Da 15. Da 15. Da 15. So, erstmal kommt wenigstens ein bisschen was. Was mit euch hier unten? Mach mal daraus gleich bitte Storage Chests. Gut, du da mitforschen. Du da mitforschen. Das könnte jetzt schon fast reichen. Wie viele Alien-Attacke habe ich noch? 20. Wie viel brauche ich für das komische Fusionsding? 30. Ich muss also töten gehen. Ist okay. Wir müssen ja eh das da unten zerstören, um in 10 Folgen oder so das Kupferfeld da in Anspruch zu nehmen. Das heißt, hier machen wir gleich wieder zu. Wir haben gesehen, was passiert, wenn irgendwo einmalig eine Lücke ist. Es wird sofort ausgenutzt. Überall Bäume. Ich könnte durch die Bäume durchfahren oder ich fahre einmal komplett außenrum. Ich sollte wahrscheinlich dahin gehen, hm? Ja gut. Oh, warte mal. Kommen die Roboter da irgendwo hin? Nö. Da unten haben wir absolut keine Roboterabdeckung. Mist. Okay.
bahnen wir uns einen Weg. Uns und dem Smog. Ja, nicht ganz so nah ran. Genau, fahr hier hin, wo du aus Versehen gegen Mauern fahren kannst. Das ist eine sehr gute Idee. Da, Repair Packs habe ich natürlich keine vorbereitet, ne? Und die Fabrik schon mal gar nicht gebaut, nö. Du, dahin, Repair Pack, da. Wing. Bin auch gespannt, wie stark die stärkeren Granaten sind. Also wir können unsere automatische Granatenfabrik dann hier wieder umbauen. Zu den noch besseren verstärkten Supergranaten. Die dann hoffentlich wieder auch für 10, 20 Folgen aktuell bleiben. So, rein da. Oh, hier wurde noch gar nichts aufgesammelt, sehe ich gerade. Müssen wir auch noch machen. So viel zu tun. Oh, und da ist der Big Worm gewesen. Das will ich jetzt nicht riskieren. Das wird gleich mal gespeichert. Und ich fahre jetzt zielstrebig zu dem Big Worm zuerst. Der muss weg. Wow, das war nicht der Big Worm. Und nicht mauen, nicht mauen. Das war eine Leg Spike. Okay, each. Also es ist definitiv kein Garant dafür, dass wir super duper mächtig werden, das gepanzerte Auto. Es ist teilweise ziemlich knapp, aber es funktioniert und das ist das Wichtigste. Also reparieren. Alles schön reparieren. Oh, können wir nebenbei noch einen? Ja, bauen wir mal einen Roboport nebenbei. Mit tierisch vielen Unterressourcen. Wird nicht reichen, ne? Ach, Mist. Roboport abbrechen. Mehr Repair Packs. Und weg. Gib. Genau, okay. Also, wir töten gleich den Wurm, der noch über ist, den letzten Spawner, sammeln das alles ein. Dann haben wir hoffentlich genug Alien-Artefakte für den Fusionsreaktor. Und dann sollte ich mich um die zigtausend Sachen kümmern, die noch an der Basis anstehen. Also die Chip-Produktion grün-rot-blau in Flüssigmetall. Die Flüssiggeschichte hier drin. Also einmal das für den Forschungstrakt, einmal das für die Roboterversorgung. Dann die Roboterversorgung auch so hinstellen, dass sie überall ankommt. Und die ganzen anderen Sachen, die ich inzwischen schon fast wieder vergessen habe. Oh, der Wurm ist doch tot. Sehe hier gar nichts. Ah, außerhalb des Autos ist es heller. Ja, okay, das war's schon. Gut, weg hier. Weg, 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 weg. Each. Aussteigen. Mitnehmen. Rein da. Okay, das war ein produktiver Ausflug. Tür zu. Lasertürme da. Mehr Lasertürme. Überall will ich mehr Lasertürme. Nicht unbedingt da, wo kein Strom ist. So. Du bist am Ölpumpen, ist alles gut. Da kommen später noch mehr zu. Wie viele Alien-Artefakte habe ich? 28. Ja, das reicht nicht. Also dafür wird es reichen, aber wir haben nicht genug blaue Chips. Ja gut, wir müssen ja nicht sofort die Powerrüstung haben. Momentan sitzen wir primär eh im Auto. Das ist schon okay. So viel haben wir hier, 52. Warum arbeitest du nicht? Weil du keine Schwefelsäure bekommst? Ernsthaft? Das ist doch ganz viel. Oh ne, rote Chips, kann das sein? Kein Plastik. Ist die Kiste schon wieder alle? Jep. Okay, du brauchst unbedingt eine... Da, eine Gib-mir-Kiste. Kohle haben wir schon angeschlossen ans Robotersystem, das ist okay. Wir bräuchten nur bald mehr Roboter. Aber das ist ein anderes Problem. Kann ich hier schon mal einen Auftrag geben?
du hier nimm Kohle, damit du schon ein bisschen arbeiten kannst. Gut, 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 gut. Kiste, da, dahin. Du machst bitte Kohle. 200 Stück, ist egal. So, Roboter fliegen. Mehr Roboter werden hergestellt. Alles gut. So, das war die eine Sache. Dann wollte ich Flüssigchip-Produktion für alle Chip-Arten. Dafür brauche ich eine Menge Lehm. Lehmherstellung war hier vorne. Werden wahrscheinlich voll sein. Ja. Dann stell bitte her. 2 noch davon. Grüne Chips. So, Kupfer kommt jetzt auch mehr an. Das heißt, die Tanks sollten sich wieder füllen. Tun sie aber nur bedingt, weil sie halt gleich wieder gegossen werden. Kann ich hier was verbessern? Nö. Ich bräuchte mehr Kupfer. Das heißt, ich bräuchte theoretisch die MK2 Produktivitätsdinger in allen Kupferminen. Das hier sieht schick aus. Oh, Sludge ist leer? Was ist denn hier passiert? Also ja, es kam weniger Kupfer, also wurde weniger Sludge produziert, also konnten sie das abbauen, aber das ist krass. Sehr schön, sehr schön. Ist hier irgendwo ein Problem? Nö. Ist alles überall durchgehend, sauberes Eisen und alles wird eingeschmolzen und die Tanks sind fast voll. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, ich bin motiviert. Kupfer war jetzt nicht so. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier wirklich eine Fabrik hinbauen für Grün, Rot, Blau, wird das wieder problematisch. Aber ich habe doch jetzt 3 oder 4 neue Kupferminen aufgebaut. Ist ein wenig komisch. Also ja, muss ich jetzt das da wirklich bauen? Vorher noch die Umgestaltung da hinten von den Flüssigdingern? Ja, ich denke schon. Weil je früher wir das da hinten umbauen, desto eher sparen wir Kupfer und das ist ja in unserem Sinne gerade. Das heißt, das hier kommt jetzt alles zum Erliegen.